Herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu diesem Börsenblatt-Webinar, dem ersten von vier zu den Lesemotiven. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Auch herzlich willkommen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die auf Facebook heute live dabei sind. Wir haben in den nächsten 60 Minuten ganz viel vor. Sie sehen, dass sich auch gerade schon die Referentinnen und Referenten zugeschaltet haben. Das Podium stellt Ihnen gleich Stefanie Lange vor, an die ich sofort übergebe. Bevor das aber passiert, erkläre ich Ihnen hier kurz die Technik. Wie gesagt, 60 Minuten haben wir angesetzt und wir sammeln alle Fragen von Ihnen in dem F und A Fenster, Fragen und Antworten, F und A, da können Sie draufklicken und dann da Ihre Frage schriftlich eingeben. Stefanie Lange oder ich, mein Name ist übrigens Kai-Uwe Vogt und ich bin Redakteur beim Börsenblatt, werden dann am Ende in den letzten 20 Minuten in der Fragerunde diese Fragen abarbeiten und auch die Fragen von Facebook mit reinnehmen. Da bitten wir ein bisschen um Geduld. Viele Fragen erklären sich wahrscheinlich während wir vorangehen. Und ganz, ganz wichtig, Sie können im Fragen- und Antwortfenster, wenn Sie das offen haben, auch Fragen von anderen mit diesem Daumensymbol nach oben bewerten. Und diese Fragen werden wir dann auch zuerst rannehmen. Das war es erstmal von der technischen Seite. Noch ein kurzer Hinweis, wir zeichnen auf. Sie können es nachgucken und Sie können, das haben wir jetzt nicht abgeklärt, aber ich gehe davon aus, dass Sie auch die Präsentation bekommen können. Und von meiner Seite war es das schon. Ich übergebe das Wort und die Bühne an Stefanie Lange. Ja, die virtuelle Bühne. Vielen Dank, Herr Vogt. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich zu unserem Webinar, bewusst, unbewusst, vom verborgenen Lesemotiv zum Kaufimpuls. Das ist für uns ein echt aufregender Moment, weil wir so lange darauf hingearbeitet haben. Mein Name ist Stefanie Lange und ich habe das Projekt ganz lange jetzt begleitet und begleite Sie heute in diesem Webinar und möchte Ihnen zum Start als allererstes mal das Podium vorstellen. Da haben wir zum einen Sören Ott. Sören Ott ist Vorstand bei der Gruppe Nymphenburg und hat mit seinem unglaublich engagierten Team diese Marktforschung durchgeführt. Und der hat wirklich die schwierigste Aufgabe heute, nämlich viele, viele Marktforschungstage, viele, viele Slides in knapper Zeit zusammenzufassen und darf da gleich starten. Auf der anderen Seite begrüße ich ganz herzlich Ronald Schild. Ronald Schild ist Geschäftsführer in der MVB, ich glaube überall bekannt und ist heute hier unser Gastgeber. Und ich möchte dem Gastgeber gerne als erstes das Wort geben. Ronald. Ja, herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Auf der Teilnehmerliste sehe ich viele bekannte Namen. Und ich kann Ihnen, euch heute wirklich spannende 60 Minuten versprechen. Und beginnen möchte ich eigentlich mit einem großen Dankeschön. Denn Lesemotive ist ein Projekt aus der Branche für die Branche und es wäre nicht möglich gewesen ohne die aktive Mitarbeit von vielen Kolleginnen und Kollegen aus Verlagen, aus Buchhandlungen, die uns tatkräftig unterstützt haben, mit ihrer Expertise, auch mit wirklich Arbeit, mitten im tiefsten Datendschungel. Und alle Namen jetzt zu verlesen, würde den Rahmen etwas sprengen, aber seien sich vergewissert, das hat uns eine riesige Freude gemacht und hat dem Projekt einen enormen Schub verliehen, dass wir das geballte Branchen-Know hier einbringen konnten. Und mit diesen Grußworten möchte ich auch gleich wieder übergeben an Stefanie Lange, damit wir direkt in die Ergebnisse einsteigen können. Vielen Dank, Ronald. Ja, Sie merken schon, wir sind so ein bisschen gehetzt, weil wir so viel vorhaben und steigen dann jetzt auch sofort ein. Die wichtigen Fragen zum Chat hat Ihnen ja schon Herr Vogt beantwortet. Fragen Sie fleißig, verstärken Sie die Fragen, wir beantworten die gerne. Wir steigen aber jetzt mit einer 30-minütigen, 35-minütigen Präsentation ein in den nächsten Minuten. Und da würde ich Sören bitten, das nächste Bild nochmal frei zu machen. Ich würde gerne mit Ihnen einmal draufschauen, was haben wir vor in diesen 30 Minuten. Wir haben uns einen Vierklang überlegt. Wir möchten auf der einen Seite gerne die Marktforschung bewusst, unbewusst vom verborgenen Lesemotiv zum Kaufimpuls einordnen und sagen, wo kam eigentlich die Motivation her? Was ist denn der Hintergrund? Was hat sie eigentlich auf sich mit diesen Lesemotiven? Dann beantworten wir Ihnen natürlich, das ist ganz wichtig bei einem Marktforschungsprojekt, beantworten wir Ihnen den Forschungshintergrund. Wir sagen,
sagen, warum wir uns für Limbic entschieden haben, warum wir diese Methodik gewählt haben und wie die Methodik angewandt wurde. Wir wollen Ihnen alle Verständnisfragen, soweit das möglich ist, in 30 Minuten beantworten und sagen, was steckt eigentlich hinter diesem neuen Standard, den Lesemotiven? Welche Studienergebnisse dienen für diesen Standard, um dann, und das ist, glaube ich, für Sie alle das Wichtigste und Spannendste, dahin zu kommen, wie können Sie denn als Verlag, als Händler, als Zwischenbuchhändler, wie können Sie davon partizipieren, von dieser Marktforschung, die wir da erstellt haben, wie werden Sie zum Leseprofi? Das ist das, was wir uns vorgenommen haben, dass wir in dieser Branche zum Leseprofi werden. Und wir haben wichtige Erkenntnisse sowohl für die Händler wie auch für die Verlage an Bord und zeigen Ihnen da erste Folien. Es ist völlig richtig, Sie bekommen zum Free-Download die Unterlage nochmal ergänzt und weitere Folien zur Verfügung gestellt. Jetzt führen wir Sie aber in den nächsten Minuten mal Schritt für Schritt durch diese Marktforschung. Ja, wie kam es überhaupt zu diesem Projekt? Wie kam es dazu, dass wir da eine große Marktforschung angelegt haben? Und ich glaube, jetzt müssen Sie gucken, dass Sie diese Folie ganz erkennen können, weil das ist eine ganz, ganz wichtige Folie, die damals, und wir fangen hier an, ich nehme Sie nochmal zurück ins Jahr 2017, eigentlich diese Initiative gestartet ist. In 2017 wurde klar, irgendwas passiert da draußen. Das haben vor allen Dingen die Händler dem Verband gemeldet, haben gesagt, da passiert irgendwas. Und dann hat die GfK Erhebung gemacht, hat gesagt, wie verhält sich das eigentlich mit den Buchkäufern? Gibt es dieses, ist das ein diffuses Gefühl oder ist das wirklich die Realität? Und Sie erinnern sich, dass in 2017 das wie Donnerhall, ehrlich gesagt, durch die Branche ging, dass wir Kunden verlieren. Das war uns vorher gar nicht so klar gewesen, weil die Umsatzentwicklung war ja eigentlich eine gute, basierend auf den steigenden Bonds. Das heißt, wir haben erkannt in 2017, wir verlieren Kunden und sind dann im Jahr 2018 gestartet in die damalige Marktforschung Quovadis, die, wer sie noch nicht kennt und wer sich die Inhalte noch nicht angeschaut hat, ich kann das nur empfehlen. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Studie, die uns unglaublich viele Antworten gegeben hat, weil sie qualitativ und quantitativ aufgesetzt war. Und wir erinnern uns alle noch an die legendären Buchtage in Berlin, an denen Jana Lippmann uns die Ergebnisse vorgestellt hat. In dieser Studie wurde aber auch klar, jawohl, wir verlieren wirklich Käufer. Und zu dem Zeitpunkt, also 2017, hatten wir wirklich schon 6,2 Millionen Käufer verloren. Das war natürlich eine negative Information, die uns da erreicht hat. Aber die gute Nachricht war, Quovadis konnte uns aufzeigen, wo wir Möglichkeiten haben, wo wir reingehen können. Und das ist mit diesem Projekt dann passiert. Wir sind in die Inhalte hineingegangen und die Kunden haben uns gesagt, was ihnen fehlt, neben ganz vielen anderen relevanten Dingen, ist die Orientierung und die Orientierungsthematik. Wie schaffen wir Orientierung am POS? Das ist da der Aufsatzpunkt dann gewesen für dieses Seminar, für diese Marktforschung, über die wir heute sprechen wollen. Und diese Marktforschung wurde 2019 von der Branche angestoßen und in Auftrag gegeben. Und hier steht schon, was war der große Impuls, der da gegeben wurde, ran an die Abwanderer. Wir wollten rauskriegen, was Menschen dazu veranlasst, Bücher zu kaufen und Bücher zu lesen. Und wir wollten rauskriegen, was die Abwanderer dazu gebracht hat, abzuwandern, also verloren zu gehen. Sie sind uns ja auf dem Weg verloren gegangen. Und genau dieses Thema haben wir uns in diesem Projekt gekümmert. Wir wussten mittlerweile aus Quovadis, dass die enorme Angebotsfülle, dass der Alltagsstress, die abnehmende Sichtbarkeit von Büchern und das konkurrierende Medienangebot dahinter stecken. Wir wussten aber auch, diese Abwanderer sind unglücklich. Die lieben das Buch lesen, die lieben das Buch kaufen und haben eigentlich das gar nicht so richtig realisiert. Und wir wollten jetzt rausbekommen, wie können wir mit diesen Abwanderern umgehen und was können wir tun? Und wir verlassen mit der Marktforschung, über die wir heute reden, das Problemfeld, also den Problemraum, wenn man so will, und gehen ein in den Lösungsraum. Das heißt, wir haben in dieser Marktforschung Antworten, die uns helfen, die Abwanderer zurückzugewinnen und die Vielleser besser zu verstehen. Und das ist der Hintergrund hinter dieser Marktforschung. Die schlechte Nachricht, hat jetzt Sören Otten ein bisschen überblättert, ist, dass wir weiterhin Buchkäufer verlieren. Das heißt, wir wissen, auch in 2019 haben wir Buchkäufer verloren. Und es ist an der Zeit für die Branche,
Dinge nachhaltig zu verändern. Und jetzt übergebe ich an Sören Ott, weil der hat das Glück, dass er die guten Nachrichten verkünden darf und die Ergebnisse der Marktforschung Ihnen jetzt vorstellt. Sören. Ja. Stefanie, vielen Dank und auch von mir nochmal hallo zusammen in die Runde. Es ist ja mittlerweile eine ordentliche Runde beieinander. Und ich freue mich in der Tat, jetzt durch die Ergebnisse durchführen zu können und ein Stück weit aufzuzeigen, wie wir mit den Lesemotiven tatsächlich auch Orientierung schaffen können, was ein ganz, ganz wesentlicher Treiber sein dürfte, um eben insbesondere auch die Abwanderer wieder zu aktivieren. Und das Ganze ist eben auf neurowissenschaftlicher Basis erfolgt. Und wir gehen hier gleich mal in die Methodik rein. Ganz wichtig an dieser Stelle ist der Perspektivwechsel, den wir vornehmen wollen. Und dahinter steht ja der Gedanke, Bücher sind ja sehr, sehr positiv assoziiert weiterhin. Und viele, viele Menschen sehen sich nach dem Lesen. Und das steht für sie auch für diese echte Quality Time. Sehr, sehr emotional das Ganze. Und damit haben wir natürlich auch schon die Methodik entsprechend gewählt, um eben an diese Emotionen auch ranzukommen. Und es ist aber eben zusätzliche Orientierung erforderlich. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn nur wenn die Leser und vor allen Dingen dann auch die Käufer eben sehr leicht und schnell zu dem passenden Buch finden, dann lässt sich auch dieser rückläufige Trend letzten Endes aufhalten. Und dafür ist eben dieser neue Standard auch geschaffen worden, die bisher vernachlässigten, möglicherweise bekannten, aber nicht ausreichend aktivierten und umgesetzten Beweggründe für den Buchkauf tatsächlich zu aktivieren und zu erweitern. Die Lesemotive stecken hier letzten Endes dahinter. Gut, kommen wir einleitend kurz zum methodischen Ansatz, auf dem das Ganze fußte. Und hierzu vielleicht einleitend nochmal der Anspruch. Wir hatten einen hehren Anspruch, was das Projekt betrifft. Denn es geht nicht nur darum, dass wir tatsächlich einen zusätzlichen Standard für die Branche schaffen wollen, sondern es geht darum, dass wir Suchmechanismen, Bedürfnisse der Käufer verstehen möchten und das Ganze nachher auch ausrollen möchten auf die komplette Customer Journey der Kunden. Es geht also nicht nur um sämtliche Handelsstufen, die wir hier aber auch einbezogen haben, also sprich den stationären, terrestrischen Kanal, aber eben auch den Online-Kanal. Wir haben uns mit dem kompletten Spektrum der Bücher auseinandergesetzt, mit der Unterhaltung, mit dem Bereich Wissen. Und wir haben im Grundsatz auch die heute existierenden Klassifikationen und Systeme natürlich berücksichtigt, das heißt die Warengruppensystematik. Wir haben die Themaklassifizierung einbezogen, insgesamt das ganze Thema der Metadaten, um es eben möglichst gut nutzbar zu machen. Aber ganz, ganz wichtig an der Stelle, und das hat uns auch angetrieben von Anfang an, ist eben die Tatsache, dass wir Menschen letztlich ja sehr, sehr stark von unseren Emotionen getrieben werden und eben 90%, sogar über 90% unserer Entscheidungen, die wir treffen, unbewusst erfolgen. Und das ist letztlich auch bei der Bücherwahl ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Warum greife ich eigentlich zu den Büchern? Um das zu verstehen, brauche ich natürlich auch entsprechende Methoden. Und Alan Snyder, das ist ja ein australischer Hirnforscher, hat mal gesagt, Bewusstsein ist im Grundsatz nur eine PR-Aktion unseres Gehirns, damit wir denken, wir hätten auch noch was zu sagen. Das ist im Grundsatz so diese Thematik. Sehr, sehr viel entscheidet unser Hirn im Grundsatz schon, bevor es in unser Bewusstsein kommt. Und das ist diese Logik, die man hier auch nochmal erkennen kann. Es gibt sehr, sehr viele Stimulis und das ist eben in der Buchbranche natürlich auch der Fall. Alleine schon durch die Titel, durch die Cover, durch die POS-Gestaltung. Und diese Stimuli müssen wir verarbeiten und da hilft uns eben Limbic, was wir hier an der Stelle eingesetzt haben. Und dann treffen wir eine Entscheidung und diese Entscheidung treffen wir eben häufig schon Millisekunden, bevor sie in unser Bewusstsein tritt. Und das ist genau dieser entscheidende Moment, um den es geht, dieses unbewusste Verhalten letzten Endes zu dekodieren und zu verstehen. Und das war die Grundlage für die Ableitung der Lesemotive. Was man hier eben nochmal sieht, das ist diese Grundstruktur unserer Werte. Ganz unten das ganz wesentliche Sicherheits- und Stabilitätssystem, der Balancebereich oben links steht für Exploration und Entdeckung, der Stimulanzbereich und eben oben rechts Dominanz steht für Konkurrenz und Verdrängung. Da kann man sich jetzt schon vorstellen, auf dieser Logik
fußen letztlich auch die Lesemotive. Wir haben sie quasi hier draufgelegt, wie man dann gleich sehen wird. Und dabei hilft uns die Limbic Map, die wir hier im Hintergrund sehen, wo eben jetzt diese drei großen Grundinstruktionen, die ich gerade vorgestellt habe, wieder zu sehen sind. Einfach beispielhaft mal mit Klosterfrau und Red Bull zwei Marken hierauf verortet sind. Und nach dem gleichen Prinzip sind wir auch vorgegangen und haben uns letztlich mit der Frage befasst, was treibt uns Menschen eigentlich an, ein Buch zu kaufen, ein Buch zur Hand zu nehmen, was kommt davor? Was sind letzten Endes die grundsätzlichen Motive zu lesen? Und dabei haben wir eine Marktforschung aufgesetzt, die auf drei Phasen fußte, beziehungsweise die letzte Phase ist eigentlich gar keine Marktforschung mehr gewesen, sondern schon die Ableitung. Es gab eine qualitative Phase, das war eine Mischung aus tiefen Interviews im Limbic Explorer, wo wir sehr intensiv explorativ gearbeitet haben mit Bildereinsatz. Wir haben Fokusgruppen durchgeführt, insgesamt 62 Probanden hier eingebettet, immer auch im Blick gehabt, die aktiven Leser und die Abwanderer, die wir gegenübergestellt haben. Und das haben wir dann natürlich auch quantifiziert. Das war ein mehrstufiges Quantifizierungsverfahren. Das heißt, wir haben auf der einen Seite natürlich die Lesemotive validiert über eine Online-Marktforschung, aber wir haben auch bereits Titel hier eingebettet, um einfach zu schauen, worauf laden eigentlich die heutigen Titel, die natürlich noch nicht bewusst jetzt auf die Lesemotive abgestellt sind. Aber das war nichtsdestotrotz sehr, sehr wertvoll, um einfach das ganze System einen Rütteltest quasi zu unterziehen. Und das Ganze ist dann übergegangen in eine Konzeptentwicklung. Wie können wir die Lesemotive in der Praxis einsetzen? Und dabei haben wir eben die gesamte Klaviatur gespielt. Das heißt, wie ist der Einsatz im Bereich der Bücher? Wie ist der Einsatz im Bereich des Kanals online, am POS und über die gesamte Customer Journey? Wir können das heute in dieser Präsentation nicht alles komplett vorstellen. Das würde den Rahmen komplett sprengen. Deswegen eben diese verschiedenen Angebote, was die Ergebnisdarstellung betrifft. Es gibt eine Kompaktversion, die enthält noch einige zusätzliche Folien zu dieser heutigen Präsentation, die Sie sehr zeitnah nach dem Webinar auch kostenfrei downloaden können. Wir kommen dann zu diesem ersten Bereich oder diesem ersten Teil, wo es jetzt sehr stark darum geht, mal die Lesemotive überhaupt zu verstehen. Was haben wir denn da erhoben? Und das heißt ja im Grunde genommen, wir haben tatsächlich über die Marktforschung Lesemotive, die uns unterbewusst antreiben, exploriert. Und die erstrecken sich auch quasi über die gesamte Limbic Map, die wir gerade gesehen haben, also als Zusammenfassung. Insgesamt haben wir da 13 Hauptcluster, 13 Motivcluster gebildet, die die Lesemotive darstellen. Und wir haben auch gesehen, dass Probanden in der Lage sind, existierende Titel durchaus valide den Motiven zuzuordnen, mal besser und mal schlechter, wie wir später sehen werden. Und wir konnten auch schon sehr, sehr gut eine Verbindung herstellen. Das heißt also Erfahrungswissen auf der einen Seite der Branche. Hier haben uns ja Experten unterstützt und eben in Verknüpfung mit den Lesemotiven, um hier auch nochmal zu schauen, welche Bücher, welche Titel entsprechen eigentlich welchen Motiven. Und hier ist es letzten Endes so gewesen im Laufe des Projektes. Das ist natürlich ein längerer Reifeprozess quasi gewesen, wie Kunden tatsächlich Titel und Titelzusammenstellungen bewerten und wie Orientierung, aber vor allen Dingen auch, wie Orientierungslosigkeit in dieser Branche entsteht. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, jetzt kommen wir, also es wird langsam konkreter, die Lesemotive, die zu Beginn quasi im Rahmen dieser qualitativen Phase noch Kategorie-Cluster geheißen haben, da haben wir erstmal generische Motive. Generische Motive, die letzten Endes eigentlich für das gesamte Thema Bücherlesen stehen. Und da können wir unten im Grunde dieses im Ballungsbereich das Motivcluster respektive das Lesemotiv mitreden können sehen. Dahinter steckt letztlich einfach der Wunsch, ja, oder auch der Antrieb, über Bücher bin ich in der Lage, auch mit meinen Mitmenschen, mit meinen Freunden und
auch mit meiner Familie zu reden, mich auszutauschen, natürlich auch in einen Diskurs zu treten. Es ist ganz links das Thema Freude am Lesen zu sehen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil insbesondere die aktiven Leser natürlich sehr, sehr viel Freude daran haben zu lesen und das für sie einfach auch Lebenslust bedeutet. Und auf der anderen Seite rechts noch die Entscheidungsfreiheit. Das ist dieser Hintergrund, ich habe eine Bücherwelt, ich habe so viele Auswahlmöglichkeiten, ich habe letztlich hier eine ganz, ganz große Freiheit, in welchen Bereich ich reingreife, wenn ich ein Buch lesen möchte. Und zu diesen generischen Lesemotiven kommen dann eben die spezifischen Lesemotive hinzu. Und die wollen wir uns gleich auch noch mal etwas genauer anschauen. Aber wenn man hier mal so durchgeht auf der linken Seite, sieht man eben das Thema Entspannen. Das ist natürlich, da ist das Wort schon klar, was damit gemeint ist. Bücher entspannen einfach auch. Wir haben hier auf der anderen Seite, was ähnlich sein könnte im ersten Moment, leicht lesen. Dahinter stecken aber eben auch eine ganz bestimmte Gruppe von Büchern. Es geht um Eintauchen in eine andere Welt. Es geht schlicht und ergreifend auch darum, zu lachen und Freude zu haben beim Lesen. Es geht darum, etwas zu entdecken. Und hier oben, es kommt der Nervenkitzel hinzu, die Auseinandersetzung, auch mit kritischeren Themen, auch im Sinne von Statements setzen, ich grenze mich ab, seht her, was ich hier lese. Aber hier drüben, und wenn ich jetzt in den Dominanzbereich rübertrete, wie das zu strukturieren ist, da kommen wir gleich noch drauf. Es geht auch immer darum, mich persönlich zu optimieren und auch natürlich meinen Wissensdurst zu stillen und alles und bestimmte Themen noch besser zu verstehen oder mich ganz generell wie in einem Kompass mithilfe des Buches zu orientieren. Und wenn man sich das mal etwas genauer anschaut, dann kann man hier sehen, dass im Grunde genommen das wichtigste Lesemotiv unter den Deutschen das Thema Leichtlesen tatsächlich ist. Und es ist sicherlich jetzt nicht so überraschend, was wir später auch nochmal sehen werden, dass Leichtlesen insbesondere eben auch ein Lesemotiv ist, was die Abwanderer besonders anspricht. Das heißt also diese unbeschwerte Lektüre mit einfacher Sprache und weniger hoher Komplexität. 19% haben dieses Lesemotiv als ihr wichtigstes. Ja, das heißt also jeder Leser, jeder Käufer hat mehrere Lesemotive, aber das ist im Grunde genommen einfach mal, um das zu veranschaulichen, das, was am häufigsten als das Wichtigste genannt worden ist. Und es folgt dann eben Entspannen, Eintauchen und Lachen. Das sind grundsätzlich die am häufigsten genannten. Und auf den Plätzen dann Entdecken, Verstehen, Optimieren und dann noch Nervenkitzeln, Auseinandersetzen und Orientieren. Und das ist so mal die grundsätzliche Einteilung. Und wir haben in der Unterlage, und das mache ich jetzt hier mal exemplarisch, für jedes dieser Motive auch nochmal eine weitere Einordnung vorgenommen oder auch eine Erläuterung. Hier am Beispiel Leichtlesen, wo wir dann eben einfach auch sehen können, durch Bücher, die leicht zu lesen sind, kann ich ganz einfach abschalten. Hier ist auch nochmal eine Collage abgebildet, um sich einfach in diese Bilderwelt auch hineinzudenken, wie diese Momente auch vielleicht aussehen können, wenn Ihre Kunden, Ihre Leser diesem Motiv nachgehen. Und das Ganze ist dann eben auch nochmal entsprechend erläutert. Das sage ich jetzt hier an der Stelle nur deswegen, weil wir das eben für alle Motive in der Kompaktversion auch entsprechend aufbereitet haben. Und hier mal so ein typisches Statement, beispielsweise hier auf der linken Seite, und einfach nicht eine schwere Literatur haben, sondern etwas, was man wirklich so leicht weglegen kann und trotzdem noch seine Umgebung wahrnimmt und nicht über etwas, was in diesem Buch passiert, nachdenken muss. Das sind diese Themen. Und da ist durchaus eben ein starkes Bedürfnis unter den Lesern vorhanden, wie wir letzten Endes feststellen konnten. Und wir haben beispielsweise auch in einer anderen Studie, die wir ja für Libre jetzt ganz aktuell durchführen konnten, nochmal festgestellt, es ist tatsächlich so, was hier links zur Sprache kommt, viele Abwanderer kommen gar nicht durch ihre Bücher. Die kaufen sich etwas
und lesen ein paar Seiten und legen das Buch dann wieder weg und nehmen dann nochmal einen neuen Anlauf, legen es wieder weg, kommen eigentlich nicht wirklich durch. Und das ist natürlich eine ganz schlechte Voraussetzung dafür, ein neues Buch zu kaufen. Und da liegt sowieso ein ganz wesentlicher Punkt. Aktivierung der Abwanderer heißt ja nicht nur, dass man sie wieder zum Lesen bringt, sondern dass sie dabei bleiben und im Grundsatz eben auch dafür ihre Bücher, die sie kaufen, durchlesen. Und dafür müssen sie natürlich die richtigen Bücher finden. Und dabei helfen die Lesemotive maßgeblich, wenn man das tatsächlich konsequent durchzieht. Und der ein oder andere wird sich vielleicht schon gedacht haben, Mensch, was ist da vielleicht für eine Struktur noch zusätzlich dahinter? Und es ist in der Tat so, dadurch, dass wir die gesamte Welt abgedeckt haben, die Unterhaltung, die Ratgeber, die Sachbücher und die Fachbücher und auch sogar Kinder- und Jugendbücher, das ist aber ein zweites, separates Thema, was wir heute nicht besprechen, ist diese Aufteilung nach Unterhaltung und Wissen sehr, sehr schön zu sehen. Während sich Unterhaltung eben im Stimulanzbereich maßgeblich platziert, ist das Thema Wissen dort drüben im Dominanzbereich angesiedelt. Das heißt also insbesondere Fach- und Sachbücher. Und bei den Ratgebern ist es tatsächlich so, dass es so eine so ein Twitter-Format ist, was je nach Auslegung in beide Bereiche reingehen kann. Und wir haben uns natürlich, und das war von Anfang an ein ganz zentraler Punkt, dass wir die Genrezuordnung überprüfen, weil wir immer gesagt haben, es ist kein Entweder-Oder. Wir können die über viele, viele Jahre etablierten Logiken nicht dahingehend auf den Kopf stellen, dass wir das jetzt durch die Lesemotive ersetzen, sondern wir wollten etwas entwickeln, was in Kombination funktioniert. Und wir haben jetzt mal an den Beispielen die Genres zugeordnet. Und hier kann man eben schon sehen, dass die Romane einfach in sehr, sehr vielen Motiven natürlich eine Rolle spielen. Und entsprechend ist es auch mit den anderen Genres, die wir aufteilen können. Und genau da liegt natürlich die Chance, dass es um eine viel, viel feinere Orientierung geht, indem man sich eben mit den Inhalten und auch der Ausstattung der Titel auseinandersetzen kann, mit der Platzierung, wenn man diese Lesemotive entsprechend berücksichtigt. Das ist hier durchgezogen, das muss man sich sicherlich im Detail angucken, da kann ich nicht komplett an dieser Stelle drauf eingehen, einfach mal einen Eindruck geben, wie sich Genres auf der einen Seite und Lesemotive auf der anderen Seite verhalten. Wenn man das mal an einem Beispiel sich anschaut, dann haben wir hier den Dampfnudelblues von Rita Falk, zuordnen lassen, letzten Endes, von den Kennern des Titels. Das ist natürlich in diesem Fall tatsächlich so, dass die Kenner des Titels mit überwiegender Mehrheit der Meinung waren, das ist ein Buch aus dem Bereich Leichtlesen. Und wenn man sich die Nicht-Kenner des Titels anschaut, das heißt also diejenigen, die im Grunde genommen sich jetzt einfach mal an dem Cover orientieren mussten und auch am Klappentext, das war die Logik, als wir das untersucht haben, da kann man eben sehen, dass alleine schon dadurch, dass es eben in diesem Genre landet, in diesem Genre Krimi und Thriller, dass wir hier dann durchaus eine signifikante Überzeichnung haben. Und das ist jetzt in dem Fall noch nicht einmal unbedingt deutlich schief gegangen, was die Zuordnung betrifft, weil immer noch die knappe Mehrheit oder es sind die meisten, haben sich für Leichtlesen entschieden, auch die den Titel nicht kennen. Aber es geht natürlich darum, im Endeffekt einen Titel so auszustatten, dass der Leser tatsächlich möglichst auch subtil unterbewusst feststellt, welches Motiv er bedient. Und hier nochmal kurz die Zusammenfassung. Also alle Motive können Genres und Warengruppen zugeordnet werden. Wir haben diese beiden Themenbereiche, die sich durchaus unterscheiden, auch was die ganze Aktivierung entlang der Customer Journey betrifft, also Wissen, Unterhaltung. Alle Genres weisen dabei Mehrfachnennungen auf, was die Motive betrifft. Und letztlich ist es so, dass in der konsequenten Ausrichtung der Titel am Lesemotiv Titel eines Motivs Ähnlichkeiten aufweisen. Titel verschiedener Motive müssten deutlich unterscheidbar sein. Das ist eben im Grunde genommen natürlich eine Voraussetzung, damit das Ganze funktioniert.
Und bei den getesteten Titeln haben wir an vielen Stellen festgestellt, dass den Probanden eben eine eindeutige Zuordnung schwerfällt. Und das war im Grunde genommen auch ein Zwischenergebnis, dass viele Titel eben keine eindeutigen Signale senden, was für ein Lesemotiv dahinter steckt. Und hier kann ich nur ganz klar sagen, weil ich mich jetzt sehr intensiv in letzter Zeit auch eben gerade mit den beiden Gruppen der aktiven Leser und der Abwanderer befasst habe, mit den Abwanderern läuft es eben schon ein Stück weit anders. Insgesamt ist die Branche, glaube ich, dem aktiven Leser natürlich auch näher. Und man versteht sich einfach besser. Und der Abwanderer hat hier eben insbesondere die Herausforderung. Wenn man sich mit Literatur auskennt, wenn man sich mit Autoren auskennt, wenn man sich generell mit Büchern auskennt, dann ist die Gefahr, dass man sich hier vertut, sozusagen etwas kauft, von dem man denkt, dass es schon passen dürfte zu einem, nicht so groß. Der Abwanderer hingegen muss natürlich viel, viel stärker an die Hand genommen werden. Und da liegt eben die große, große Chance, gerade auch über die Lesemotive diesen Schritt zu gehen. Wir haben das Ganze in der Praxis nochmal getestet zusätzlich und haben eben aufgezeigt, die abgeleiteten Lesemotive werden durchaus von den Käufern verstanden. Das ist ja ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir haben sie auch nochmal weiter vereinfacht, auch von den Begrifflichkeiten her. Es ist eben aber sehr, sehr wichtig, dass die Zusammenstellung von Titeln am POS und auch die Vermarktung für den Kunden, dass hier einfach mehr Orientierung geboten sein muss. Und die heutige Warengruppenlogik im Handel erschließt sich viel, viel leichter den Viellesern als den Abwanderern. Und ebenso wenig werden die wichtigen Anker von den Verlagen im Rahmen der Titelgestaltung und Programmplanung bewusst eingesetzt. Da liegt die Chance. Viele machen schon sehr, sehr viel richtig, aber über die Lesemotive hat man eben tatsächlich die Möglichkeit, diese uneindeutigen Lesemotivsignale, die heute gesendet werden, noch zu optimieren. Und das ist im Grunde genommen eben eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung. Und das haben wir nochmal überprüft, indem wir tatsächlich im Praxischeck weitere Titel zugeordnet haben und eben geschaut haben, wie gut gelingt es den Kunden, diese Titel zuzuordnen, zu den Motiven. Und das können wir uns hier mal kurz angucken. Was war denn überhaupt die Begründung dafür, dass man ein Buch einem Lesemotiv zugeordnet hat? Und hier kann man sehen, dass es im Grundsatz drei Komponenten gibt. Der Titel des Buchs ist extrem wichtig mit 54%. Es folgt dann die Gestaltung des Covers mit 36% und dann an dritter Stelle der Klappentext. Es ist übrigens so, dass gerade auch jüngere Leser sich sehr, sehr stark auch an dem Cover orientieren. Ältere eher tendenziell noch häufiger auch den Klappentext lesen. Das sind auch so Dinge, die wir festgestellt hatten, als es um die Einordnung eines Titels ging zu den Lesemotiven. Und wir haben das dann in Form einer Ampel dargestellt, wobei das immer fließend ist. Man sollte das nicht zu streng betrachten. Es geht einfach nur darum, dass wir in der Zuordnungsregel feststellen oder festlegen mussten. Und über alle Bücher, die wir hier haben einordnen lassen, haben wir eben festgestellt, mehr als die Hälfte der Titel werden übereinstimmend zugeordnet. Das heißt, übereinstimmend zugeordnet, wir haben den Titel über unsere Experten bereits einem Lesemotiv vermeintlich richtig zuordnen lassen und haben das dann eben abgeglichen mit den Urteilen der Buchkäufer. Und da konnten wir eben feststellen, 39% komplette Übereinstimmung, 16% war so dazwischen und bei 45% lagen die Buchkäufer eben letzten Endes auch daneben. Und das sind die Themen, mit denen wir uns natürlich dann intensiver auseinandersetzen müssen. Hierzu mal ein Beispiel. Wenn wir uns die Petra Hülsmann anschauen, dann können wir sehen, ganz oben, die Experten haben gesagt, das ist eindeutig das Lesemotiv Leichtlesen. Und da waren sich im Grunde genommen sowohl die Buchkäufer, die den Titel zum Teil nicht kennen, aber auch die Kenner des Titels einig. Das heißt also, wir haben hier eine sehr hohe Übereinstimmung und die Orientierung erfolgte tatsächlich über Gestaltung des Covers und über den Titel des Buches. Und, hoppsala, das war ich ein bisschen zu schnell. Wenn man sich jetzt dieses Buch anschaut, Achtsam Morden, haben wir natürlich bei den Experten gesehen, selbstverständlich hat man verstanden, dass es hier um ein Buch geht, was das Lesemotiv Lachen
oder auch an zweiter Stelle das Lesemotiv Leichtlesen bedient. Die Buchkäufer waren allerdings der Auffassung, es geht hier um einen Thriller, Stichwort Nervenkitzeln. Und das sind eben genau diese Themen, um die es letzten Endes geht. Wenn wir Orientierung stiften wollen, wenn wir Orientierung geben wollen, dann ist es zentral, dass man sich hier natürlich nicht irreleiten lässt als Käufer, weil dann passiert genau das. Dem aktiven Leser wird das nicht passieren, das kann ich nur noch mal wiederholen. Viel, viel weniger wird es ihm passieren. Der Abwanderer, der kauft sich das Buch, legt es auf den Nachttisch, liest die ersten 4 Seiten, stellt fest, oh, das ist ja was ganz anderes, als ich gedacht habe. Und dann wird es lange dauern, dass er das nächste Buch kauft, weil er sich eben auch quälen muss, erstmal hier durchzukommen. Das Thema hat uns verfolgt und wir können das jetzt hier in der Präsentation nur noch mal kurz aufgreifen. Es gibt ja tatsächlich diese Entwicklung, wenn man sich die Zahlen in der Branche genau anschaut, dass man die Vielleser tatsächlich aktiviert und intensiviert. Das sind übrigens in der Limbic-Logik mehr Offene. Und dass man tatsächlich die Seltenleser verliert und wie wir sie auch nennen, eben die Abwanderer, das sind signifikant mehr Harmonizer. Das sind also auch Menschen, die sehr, sehr stark in ihrer Familie eingebunden sind und auch aus diesen Gründen zum Teil weniger Zeit haben zum Lesen. Und wenn man sich das anschaut, dann ist eben das dominierende Lesemotiv bei den aktiven Lesern tatsächlich die Freude am Lesen, nicht die Freude, sondern die Freude am Lesen. Und wir haben bei den Abwanderern eben das wichtigste Lesemotiv Leichtlesen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Aktive Leser, die haben dieses generische Motiv, das ist für mich Lebenslust, ich liebe Lesen und ich gehe natürlich auch durch viele, viele Genres durch, während sich der Abwanderer wesentlich stärker eben auf dieses Lesemotiv Leichtlesen fokussiert. Und dann ist eben auch genau die Frage, welches Angebot haben wir für die Abwanderer? Findet der Abwanderer sein Angebot auch, wenn er in die Buchhandlung reinkommt? Fragezeichen, da liegen die Chancen. Und genauso. Einmal müssen wir ein bisschen Gas geben. Und die Frage, die jetzt ganz gut dazu passt, ist, in welchem Verhältnis haben wir Abwanderer und Vielleser in der Marktforschung gehabt? In dem Verhältnis ungefähr 50-50. So, dann mache ich mal weiter. Es ist in der Tat so, dass wir uns natürlich sputen müssen. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass ich hier noch irgendwie durchkomme. Letztlich geht es natürlich darum, bei der Umsetzung auch zu schauen, wie kriege ich diesen Unterschied hin, aktive Leser versus Abwanderer und wie kann ich auch das Thema lösen, dass man Genres, die gelernten Orientierungsanker, aber auch Themen wie Neuheiten und Bestseller eben mit den Lesemotiven intelligent verknüpfe. Und was heißt das auch für die kanalspezifische Differenzierung und letztlich eben auch für die modulare und priorisierte Umsetzung auch? Das heißt also hier durchaus zu sagen, es bietet sich sehr, sehr stark an, das ganze Thema Lesemotive vor allen Dingen auch in dem großen und wichtigen Bereich der erzählenden Literatur umzusetzen. Man kann ja auch mal an einer Stelle anfangen. Man muss es nicht, wenn ich jetzt mal auf den Handel schaue, gleich komplett umsetzen oder eben auch partiell im Bereich Wissen und Information. Hier erfolgt natürlich der Kauf auch viel erzielter. Das heißt, hier gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man mit Ihnen diskutieren kann in der Umsetzung. Und wir haben hier nochmal so eine Übersicht dargestellt, wie das letztlich abläuft von der Zuordnung der Genres und der Motive. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es geht nur in einem Miteinander. Und dann haben wir eben auch letztlich, ja, schöne Hinweise letztlich, wie man zuordnen kann und wie man vorgehen kann, wenn man verstehen möchte, welches Buch gehört eigentlich zu welchem Lesemotiv. Hier eben ein Beispiel, wo gerade die Motivation für den Leser im Bereich Nervenkitzel, Spannung erleben, mental an seine Grenzen gehen liegt. Das ist das Lesemotiv Nervenkitzel, während wir bei Rita Falk eben eine ganz andere Motivation für den Leser haben, nämlich die Entspannung respektive die mentale Entspannung. Das ist Leichtlesen respektive Entspannung. Das heißt also zwei Bücher, die heute in derselben Kategorie sind, aber unterschiedliche Lesemotive bedienen. Und Lesemotive dokumentieren sozusagen
im Endeffekt die individuelle Motivation der Leser zu einem Buch zu greifen. Und wenn sie noch auf einem Titel umgesetzt werden, verbessert das natürlich auch die Orientierung und was die Erfolgschancen für den Titel am Ende erhöht. Das Thema ist sehr komplex, insofern, dass sich Titel natürlich am Point of Sale auch durchsetzen müssen, dass ich auch ein Cover brauche, was outstanding ist, was ein Stück weit auch nicht die klassischen, langweiligsten Muster bedient. Das kommt ja alles in Kombination auch mit zum Tragen, wenn man erfolgreich sein will. Aber es ist eben sehr, sehr wichtig, dass insbesondere auch die Motive als grundlegende Dinge, was die Orientierung angeht, berücksichtigt werden. Denn Abwanderer kennen eben nicht jeden Autor und benötigen daher auch viel, viel mehr Orientierung als die Vielleser. Und auch mehr Orientierung bei Kauf führt zu mehr Orientierung nach dem Kauf. Und das ist eben im Grundsatz ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um auch Wiederkäufe zu generieren. Wir haben hier nochmal die ganzen Aspekte jetzt mal aus der Verlagssicht kurz dargestellt. Hier kann ich nur darauf hinweisen, dass wir uns ja in einem der Folgewebinare viel, viel intensiver nochmal mit der Verlagsperspektive, dann aber eben auch mit der Handelsperspektive und auch mit der Datensicht und Datenbankperspektive auseinandersetzen. Deswegen ist es hier nur kurz aufgezeigt, dass wir eben bei der Titelausstattung und der Lesemotivintegration sehr, sehr schön differenziert vorgehen können. Und wenn wir uns das für den POS anschauen, über die Folie gehe ich mal drüber, denn es gibt natürlich hier die Möglichkeit, tatsächlich zu sagen, heute trete ich in eine Buchhandlung ein und wenn ich mich jetzt in die Lage versetze, bin ich ein Abwanderer oder bin ich ein aktiver Leser, dann ist es eben sehr, sehr wichtig, dass man hier eine Differenzierung herbeiführt, was man hierbei auch sehen kann. Beispielsweise der Abwanderer, der in Grau gehalten ist, dass es tatsächlich eben einen Tisch gibt, wo es Literatur gibt, wo man leicht reinkommt, also im Grunde die Literatur leicht lesen. Dieses Lesemotiv wird hier bedient. Das kann man für alle machen, da kann man aber auch einen Tisch machen für sie, also speziell Frauenliteratur. Und auf der anderen Seite ist es eben auch möglich, diese Differenzierung im Endeffekt für die aktiven Leser entsprechend vorzunehmen. Das heißt also, diese Mischung ist alleine schon bei der Tischgestaltung ein Ansatzpunkt, um aktive Leser und Abwanderer noch besser anzusprechen, auch mit Hilfe der Motive. Wenn ich das Ganze dann übertrage auf die Wand, haben wir natürlich vielfältigste Möglichkeiten, die wir dann auch in der Handels-Web-Session nochmal näher darstellen. Letztlich auch Regalierungen einfach mal wirklich anders zu gestalten. Heute ist das ja eigentlich eine relativ trostlose Präsentation in den Wänden. Und von Übersicht kann man da auch nicht unbedingt sprechen, gerade was die Romane betrifft. Und die Lesemotive haben hier natürlich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, um das komplett anders auch anzugehen und damit auch aktivierender zu gestalten. Und das Schöne ist, dass sich das eben auch auf die Online-Welt übertragen lässt. Man kann die Lesemotive als weiteres Menü anbieten. Man kann Lesemotive von Romane zur Auswahl anbieten, wenn man auf die Genre-Seite Romane tritt. Man kann tatsächlich auch eine Lesemotivseite leicht lesen kreieren, was natürlich dann auch die Möglichkeit bietet, dass man tatsächlich die Stimmungen, die hier dahinter liegen, auch mit kreiert. Das sind online unheimliche Möglichkeiten, die wir haben, weil wir natürlich verschiedenste Sortieraspekte berücksichtigen können. Gleiches gilt auch für Abwanderer und aktive Leser. Wenn ich hier die Möglichkeiten online noch weiter denke, kann ich tatsächlich auch Seiten entwickeln, die eben den Abwanderer stärker ansprechen und auf der anderen Seite Seiten entwickeln, die den aktiven Leser stärker ansprechen. So, jetzt, Stefanie, darfst du noch, nachdem ich meinen Teil dargestellt habe, genau, den Link in Richtung VLB auch noch zeigen. Genau, jetzt hast du ganz schön Gas gegeben. Super, vielen Dank. Mein Auftrag ist jetzt noch einmal, den Connect zu dem nächsten Teilprojekt darzustellen, und auch eine ganz, ganz wichtige technische Ergänzung, die wir haben. Ich glaube, Sie müssen jetzt erstmal durchschnaufen, was die Entwicklung der Lesemotive und die Erkenntnisse und ihre Anwendung betrifft.
wir glauben, dass es dringend notwendig ist, wenn wir das umsetzen wollen in Verlagen und im Handel, brauchen wir auch eine Verknüpfung auf der Titelebene in unserer relevanten Datenbank, sprich dem VLB. Und das ist der nächste Schritt, der vorgenommen wird. Da wird Ronald Schmidt gleich auch noch mal ein bisschen ergänzen. Aber wir sind jetzt schon dran, auf der einen Seite alle verfügbaren Titel im VLB, 2,5 Millionen Titel, jeden Titel mit seinem Hauptmotiv und mit seinem Nebenmotiv zu verknüpfen. Das ist die eine wichtige Nachricht. Und die andere wichtige Nachricht ist, wir haben das sogar mit einer künstlichen Intelligenz vorzutun, sodass wir nicht Volontäre in Verlagen damit beschäftigen müssen, sondern dass das ein automatisierter, sehr, sehr zügiger Prozess ist. Und da übergebe ich jetzt an Ronald Schild, der noch zwei Takte dazu sagt, wo wir mit diesem Projekt stehen und wann wir vorhaben, das auszurollen. Ja, danke, Stefanie. Das war in der Tat die Krux in dem ganzen Projekt, weil wir am Anfang nicht wussten, inwieweit wir die Lesemotive anwenden können auf den Gesamtbestand der deutschsprachigen Titel. Und wir haben gesehen, dass die Einarbeitung, die Schulung der sogenannten Experten, die für uns ca. 5000 Titel manuell eingeordnet haben, dass die extrem aufwendig war. Und wir könnten es der Branche wahrscheinlich nicht zumuten, dass wir jeden einzelnen Lektor, jeden einzelnen Volontären, Volontärin in Verlagen in dieser Art und Weise schulen. Das heißt, im Laufe dieser Studie ist klar geworden, dass der einzige Weg, wirklich ein Standard für die Einordnung der Lesemotive, eine Automatisierung ist. Und wir sind sehr froh, dass wir mit Hilfe künstlicher Intelligenz einen Weg gefunden haben, wie wir es zuverlässig machen können. Wir arbeiten dazu mit unserem Partner Qualifiction zusammen, die das anhand unserer Testdaten geprüft haben. Die Ergebnisse sind sehr vielversprechend. Und wir werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten den gesamten Titelbestand des VLB auf Basis des Covers, des Titels, des Klappentextes mit Lesemotiven versehen. Aber das ist ein lernendes System. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass wir Feedback von den Verlagen bekommen, ob denn die vorgeschlagenen Lesemotive die korrekten sind. Und deshalb haben wir uns ein System überlegt mit einem Lesemotiv-Browser, wo wir im ersten Schritt Lesemotive automatisiert ermitteln und Verlagen die Möglichkeit geben, diese Angaben zu korrigieren, zu ändern, sodass es ein kontinuierliches lernendes System wird. Und diese Funktionalitäten sind gerade in der Entwicklung. Wir wollen in der kommenden Woche auch einen Prototyp zeigen und das dann in den nächsten Monaten freischalten. Super, vielen Dank. Gehen wir einen Schritt weiter und informieren Sie noch ganz schnell und zügig, bevor wir dann zu Ihren Fragen kommen. Ich habe hier fleißig mitgeschrieben über das, was wir Ihnen ergänzend anbieten, weil wir sehen ja selbst, die Stunde ist viel, viel, viel zu kurz. Es kommen viele, viele Fragen rein. Sie brauchen alle noch ein bisschen mehr Informationen, um den nächsten Schritt gehen zu können. Und da möchte ich Sie einmal darauf hinweisen, dass wir noch drei Webinare haben. Ein Webinar speziell für Verlage, ein Webinar speziell für Händler und ein spezielles, wo wir diesen neuen Standard im VLB noch mal genauer darstellen und vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ich glaube, das war die letzte Folie. Die übernächste, entschuldige, Sören. Genau. Und da sind nochmal die Hyperlinks für Sie zu sehen, wo Sie sich weitere Informationen holen können. Einmal natürlich nochmal ergänzend um unser Beratungsangebot, weil die eine Sache ist ja die, dass Sie mit der Studie schon sehr, sehr viele Erkenntnisse bekommen, die Sie auch für sich anwenden können, für Ihr Unternehmen anwenden können. Wir ergänzen aber gerne Ihre Themen noch um ein Beratungsangebot, wo wir Sie unterstützen dabei, wie die Anwendung für Sie funktionieren kann. Die Kompaktversion steht hier auch nochmal, also ergänzt um weitere Folien, da haben wir eben noch mit fliegenden Fingern dran gearbeitet, steht ab gleich, also sofort nach dem Webinar, auch für Sie zum Download als PDF bereit. So, und dann würde ich jetzt gerne auf Ihre Fragen eingehen. Mich kann man da mal rausblenden und Ihre Fragen beantworten. Wir können die Präsentation vielleicht beenden, dann sehen Sie uns auch besser.
Die erste Frage, die kam von Andrea Ludorf, war, beziehen wir uns hier eigentlich auf das analoge Buch oder generell Bücher und wie ist das mit Streaming-Plattformen? Sören, magst du antworten? Ich habe immer schon mal beantwortet in den FAQs, aber vielleicht nochmal jetzt live. Ja, also im Grundsatz beziehen wir uns nicht nur auf das analoge Buch. Es ist natürlich ein Thema gewesen, was wir sehr, sehr stark auch berücksichtigt haben, weil wir uns auch sehr intensiv mit dem stationären Handel auseinandergesetzt haben. Aber es ist auch letzten Endes das E-Book oder es ist auch aufs E-Book am Ende des Tages anwendbar. Und beantwortet. Ich finde, es geht ja um die Suchmechanismen. Das war für mich ein ganz schwieriger Schritt und das war auch der schwierige Schritt für die Experten in der Verortung. Wir begeben uns hier auf die Ebene der Kunden. Ne? Also es hat nichts mit unseren Warengruppen zu tun, sondern es geht um die Motivlage, um die Suchmechanismen der Kunden. Und das ist ganz schwer für einen, diesen Switch hinzukriegen in dem Moment, wo man sich mit den Lesemotiven beschäftigt, dass es für die Kunden nichts mit Warengruppen zu tun hat. Ne? Und dieses Auseinanderhalten ist für uns auch ganz schwierig. Gut, und dann war die Frage zu den Webinaren, ob es sinnvoll ist, auch für Verlage an dem Händlerwebinar teilzunehmen. Also alle Webinare bieten natürlich weitere Insights. Und ich finde natürlich, gerade für die Vermarkter im Verlag ist die Handelsseite auch eine interessante. Aber das entscheiden Sie, wie viel mehr Informationen Sie da haben möchten. Und dann wurde ziemlich häufig gefragt nach dem Motiv Leichtlesen. Das haben wir ja auch vertieft. Das ist ja auch das Motiv, wo wir gesagt haben, da haben wir die Abwanderer. Da wurde gefragt, ist es eigentlich ein Genre oder ist es für jemanden mit Leseschwierigkeiten? Und was schreibe ich eigentlich über das Regal? Ja, das ist ja ein sehr sensibles Thema in der Branche. Ich kann das ja sagen, ich bin ja quasi so ein bisschen außerhalb der Branche, blicke über den Tellerrand. Aber ich hatte mal gewagt, dazu leichtere Kost zu sagen. Dann habe ich gleich auch einen Hinweis bekommen, dass das keine gute Idee sei. Also besser Unterhaltungsliteratur oder unter Literatur für den Urlaub. So einfach ist es aber nicht. Dahinter steckt schon kein eigenes Genre. Denn ich glaube, es geht einfach schlicht und ergreifend darum, dass man überlegen muss, wie wir die Abwanderer wieder zurückbekommen. Und auch die aktiven Leser lesen natürlich Bücher aus diesem Motiv leicht lesen. Aber es sind letzten Endes Bücher, die vom Schreibstil her etwas anders sind. Das heißt aber nicht, dass es Groschenromane sind, sondern man sieht es ja auch, wenn wir das heutige Sortiment bewerten. Es gibt bereits sehr viele Bücher, die in dieses Lesemotiv hineingehören, aber es können natürlich auch noch gezielt Bücher für dieses Lesemotiv entwickelt werden. Da liegt überhaupt die große Chance, letzten Endes das noch besser in die Anwendung zu bringen. Mhm. Vielen Dank. Dann kommen immer wieder Fragen, also zu dieser Frage, was schreibe ich da eigentlich ans Regal? Die Lesemotive hören sich so nüchtern an, weckt das eigentlich eine Emotion bei den Kunden? Da müssen wir einmal sagen, wir haben hier keine Sortimentsstruktur vorgelegt, ne? Sondern wir haben die Motive der Kundinnen und Kunden benannt, haben sie geclustert und haben sie benannt. Die Frage, was schreibt man ans Regal und wie weckt man Emotionen, ist ja nochmal eine ganz andere. Ja, wobei wir da ja auch mit dem einen Bild, was wir jetzt in dieser Präsentation drin hatten, schon aufgezeigt haben, dass es nicht nur darum geht, dass wir einen Begriff finden, den wir dann über das Regal tackern, sondern es geht schon auch darum, wie wir die Ware im Endeffekt präsentieren. Da geht es um die Wandpräsentation, da geht es aber vor allen Dingen auch um die Tische. Da liegt ja eine sehr, sehr große Chance und Lesemotive kann man natürlich transportieren, auch über viele, viele zusätzliche Signale, die man sendet. Alleine auch schon die Bildsprache, die gewählt wird, im Hintergrund beispielsweise oder in dem ganzen Kontext, hilft dem Leser ja auch am Ende des Tages, sich zu orientieren. Also ich würde nicht nur jetzt nach dem einen Begriff suchen, der dann da drüber steht, sondern es geht tatsächlich um eine Orientierung, die da weiterzufassen ist. Und ich bin ja schon Händlerin und eine der ganz großen
für uns Händler ist ja, dass die Kunden nicht lesen. Ne? Das heißt, die lesen ja so und so nicht, was drüber steht. Das heißt, wir brauchen eine andere Form der Orientierung. Und da ist diese Frage nach der Bildsprache eine wirklich ganz immanente. Und die hat was damit zu tun, welche Titel fügen wir zusammen, welche Bilder transportieren die einzelnen Titel und wie ist die Gesamtstimmung, die wir dann in diesen Abteilungen haben. Ich sage mal ein Beispiel noch kurz dazu. Wir hatten das ja auch in dem, auf dem exemplarischen Grundriss mal aufgezeigt. Viele Abwanderer spielen uns eben zurück. Sie kaufen sich ein Buch und kriegen es dann nicht durch. Also sie versuchen ihr Bestes, aber sie bleiben irgendwo drin stecken und lesen die Bücher nicht zu Ende. Und das ist beispielsweise allein schon so ein Signal für Abwanderer, so nach dem Motto, hier liegen Titel, die liest man garantiert zu Ende. Also das sind so solche Botschaften, wo man sich halt überlegen kann, wie ich das am Ende des Tages spielen kann. Aber es geht nicht um den einen, nur um den einen Begriff. Für die Strukturierung sicherlich hilfreich, aber die Botschaften, die wir senden wollen, das sind quasi die Beweggründe, die dahinter stecken. Es sind aber auch, wie gesagt, die Bildwelten, die Kombination. Das war ja für mich ein Punkt in der ganzen Zeit mit den Fokusgruppen, mit den Einzelinterviews, das Beeindruckendste, dass uns ganz viele Kundinnen und Kunden gesagt haben, der Begriff taucht exakt genau so, wirklich viele, viele Male auf, dass Bücher Mogelpackungen sind. Das heißt, deswegen ist eigentlich fast der Name der Studie zu kurz gegriffen, weil wir hören ja beim Kaufimpuls nicht auf. Der Kunde kauft das Buch und fühlt sich dann eigentlich mit dem Buch betrogen, weil er das falsche Buch gewählt hat, weil es nicht das bedient, was er glaubt, dass es drin ist. Also das fand ich eine ganz entscheidende Geschichte. Das heißt, wir brauchen vom Produkt, vom einzelnen Buch bis hin zur Abteilung die richtige Orientierung, um unsere Kunden dann am Ende wieder glücklicher zu machen, wenn man so will. Diese Frage nach den Abwanderern beschäftigt viele in unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, die deswegen ja auch die Frage zwischendurch nochmal, wie viele haben wir da eigentlich befragt? Das war ja auch für uns der wichtigste Impuls, weil unser Ansinnen oder unsere Motivation ist ja schon, auf der einen Seite die Abwanderung zu stoppen und auf der anderen Seite Abwanderer zurückzuholen. Vielleicht muss man es auch noch mal so sagen, wir haben die Vielleser, die surfen unsere Welt wie eine große Welle und auf der anderen Seite haben wir die Abwanderer, die sagen, da verabschiede ich mich von. Und eigentlich wollen wir ja diese beiden Gruppen wieder aufeinander zuführen. Ne? Wir wollen, dass diese Bewegung wieder zueinander hin ist und wir nicht ein Auseinanderdriften unserer verschiedenen Kundengruppen haben, wo wir dann völlig zu Recht sagen, wie kriege ich die denn eigentlich noch zusammen? Sondern wir wollen, dass wieder aufeinander zu sich bewegen lassen und da spielt der Einzelne genauso eine hohe Rolle wie die Orientierung, die wir am POS haben, ob das nun online oder offline ist. Da war auch nochmal die Frage, wo gibt es die meisten Abwanderer? Da habe ich ins Netz geschrieben, in der Unterhaltung, das würdest du genauso sehen. Also ich denke, die Zahlen muss man sich natürlich sehr, sehr genau anschauen, aber ich sehe das genauso, ja. Und ich sehe auch da den Hauptansatzpunkt. Also vor allen Dingen die erzählende Literatur bietet viele Chancen für eine bessere Orientierung heute. Wenn ich an den Point of Sale gucke, auch wenn ich mir das online anschaue, da bietet die Studie und da bietet auch dieser neue Standard viele, viele Möglichkeiten, um gerade in der erzählenden Literatur bei den Romanen im Grunde genommen die Orientierung zu verbessern. Und das kann auch ein Ausgangspunkt sein, weil die erzählende Literatur einfach so wahnsinnig wichtig ist. Ja. Dann haben wir noch zwei Fragen, die ich notiert habe. Es sind noch welche reingekommen. Wir können das gleich mal dann live zuschalten. Wir haben aber auch noch wenige Minuten. Eine Frage, Ratgeberkategorien, wo finden wir die? Also welche Ratgeber finden wir bei Wissen und Unterhaltung? Das müssen wir gucken. Ne? Also das muss man sich in der Tat differenziert anschauen. Die Frage können wir leider hier in der Kürze der Zeit nicht beantworten. Und dann noch eine Aber vielleicht ganz kurz nur sagen, wir haben natürlich im Endeffekt sehr, sehr, sehr viele Titel zuordnen lassen. Die können wir ja heute nicht alle zeigen. Die sind auch nicht alle in der Kompaktversion enthalten. Daran kann man sich aber ganz gut auch orientieren, um eben auch zu sagen, wo könnten andere Titel liegen. Wichtiger Hinweis nochmal auf die Komplettvariante der Studie, die ja auch zum Kauf zur Verfügung steht. Das sind nochmal ganz viele Titel und ganz viele Praxisbeispiele, die einem wirklich nochmal mehr ergänzende Informationen bieten. Und eine ganz wichtige Frage noch, das Kinder- und Jugendbuch. Da kam ganz schnell der Hinweis, was ist, wenn Käufer und Leser nicht identisch sind, Sören?
Ja, ganz genau. Also das war natürlich ein Thema, was uns beschäftigt hat. Wir haben natürlich diese Lesemotive für die Käufer ermittelt, und zwar die für sich selbst kaufen und nicht für andere. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und deswegen haben wir auch die Umsetzung der Erkenntnisse aus der Marktforschung im Bereich Kinder- und Jugendbuch nochmal separat aufbereitet und hier eine differenzierte Vorgehensweise vorgeschlagen, die wir jetzt aus Zeitgründen nicht im Detail vorstellen können. Aber im Grunde genommen ist es eben einfach formuliert so, ab dem Moment, wo man beginnt, für sich selbst Bücher zu kaufen, das ist ja eine Frage der Alterseingrenzung, ja, ob ich jetzt meinetwegen sage, ab 12 Jahren, beginne ich, mich selbst zu beschäftigen, dann greifen natürlich auch die Lesemotive, und darunter habe ich eine andere Logik, wo wir aber auch noch Möglichkeiten sehen, die Orientierung zu verbessern. Und das haben wir in der entsprechenden Unterlage auch aufbereitet. Unsere Zeit ist zu Ende. Ich fürchte, das war lange nicht ausreichend, um das komplexe Thema, die Marktforschung, nochmal vertiefend erklären zu können. Für Sie, die Zuschauerinnen und Zuschauer, nochmal der Hinweis auf die weiteren Webinare. Melden Sie sich gerne, wenn Sie Fragen haben. Schicken Sie die gerne an mich. Ich werde die so gut ich kann beantworten. Und ansonsten gibt es ganz, ganz viele Informationsrunden noch, die wir anbieten. Ja, und wenn Sie Lust haben, und es ist absolut lohnenswert, würde ich mal mit der Studie anfangen. Herzlichen Dank. Ronald? Dein Mikrofon, Ronald. Ronald, Mikrofon? Anfängerfehler. Ich mache das auch erst ein halben Jahr mit dem Teams. Ja, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wir haben sehr, sehr viele Teilnehmer gehabt, über 100 hier auf Zoom und dann noch einige Dutzend mehr auf Facebook. Das zeigt, glaube ich, auch, wie relevant diese Studie ist. Und ich möchte nochmal den Experten danken, die uns dabei unterstützt haben, aber insbesondere Stefanie Lange und Sören Ott, inklusive natürlich dem gesamten Team für diese hervorragende Arbeit. Und ich bin mir sicher, dass die Ergebnisse die gesamte Branche deutlich weiterbringen werden. Vielen Dank und auch vielen Dank an Kai-Uwe Vogt für die technische Unterstützung. Und damit dürfen wir uns verabschieden und wünschen allen noch einen erfolgreichen Tag und eine erfolgreiche Woche. Vielen Dank. Vielen Dank.